Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nachdem letzte Woche und gestern Apple sehr viel vorgestellt hat, war auch heute Huawei dran. Denn diese haben ihre neuen High-End-Smartphones, die Huawei P30-Familie, vorgestellt. Und was diese Handys können, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Beim Design unterscheiden sich das P30 und das P30 Pro nicht besonders vom P20 aus dem letzten Jahr. Der größte Unterschied ist aber, dass die P30-Geräte nun auch ein Edge-Display wie die Samsung Galaxy S-Modelle besitzen. Auch ist nun die Notch etwas kleiner geworden, weshalb es nun keine 3D-Gesichtsentsperrungsfunktion wie noch beim Mate 20 Pro gibt. Einen normalen, eher unsicheren Gesichtsscan gibt es aber noch. Auch die Displays sind weiterhin sehr ähnlich, da das normale P30 auf ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit einer Full-HD-Auflösung setzt und das P30 Pro auf ein 6,5 Zoll-Display. Auch die Kameras sind in der Grundausführung weiterhin ähnlich geblieben. Der größte Unterschied zum P20 ist nun, dass die von Leica mitentwickelte Kamera nun anstatt eines Schwarz-Weiß-Sensors einen Weitwinkelsensor besitzt. Ansonsten kommt das normale P30 mit einer 40-Megapixel-Haupt-, einer 16-Megapixel-Weitwinkel- und einer 8-Megapixel-Dreifach-Zoom-Kamera. Das P30 Pro hat eine 40-Megapixel-Hauptkamera, besitzt aber nun eine 20-Megapixel-Weitwinkelkamera und einen 8-Megapixel-Telezoom, welcher aber fünffach ins Bild croppt. Auch hat das P30 Pro eine weitere Linse für Tiefeninformationen. Beide Handys haben außerdem eine optische Bildstabilisierung. Natürlich wurde auch die Bildqualität verbessert, was besonders bei Nacht zu bemerken ist. So schafft das P30 Pro ein ISO von angeblich bis zu 400.000 Punkten. Auch haben die Sensoren der Handys nun anstatt eines RGBs einen RYB-Sensor. Das heißt einfach gesagt, dass nun etwa 60% mehr Licht auf den Sensor fällt. Natürlich wurde aber auch die Videofunktion verbessert, was sich am meisten nun durch eine Bildstabilisierung bei 4K-Video bemerkbar macht. Beim Prozessor setzen das P30 und das P30 Pro dabei auf den Kirin 980, welches es auch schon im Mate 20 Pro gab. Da der Prozessor aber schon etwas älter ist, wird die Leistung der P30-Geräte aber etwas schwächer sein als die des Samsung Galaxy S10 oder Konsorten. Unterstützt wird das P30 mit 6 GB und das P30 Pro mit 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku ist beim P30 Pro übrigens 4200 mAh groß, was gut und gerne mal für 2 Tage lang Akkulaufzeit reichen könnte. Wie üblich bei neuen Smartphones hat sich auch der Preis verändert. So kostet das normale P30 nun in der 128 GB Version 749 und das P30 Pro mit 128 GB ca. 1000 Euro. In den Handel kommen beide Geräte dabei am 5. April diesen Jahres. Vorbestellen kann man sie aber auch schon jetzt. Das war jetzt auch meine Zusammenfassung der Huawei P30-Familie. Ein Lite-Modell wird es dieses Jahr anscheinend nicht mehr geben, genauso wenig wie eine Porsche-Design-Edition. Und jetzt nochmal was in eigener Sache. Danke Leute für über 100 Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass ich die jetzt schon erreichen könnte. Aber ich freue mich natürlich drüber. 100 Abonnenten ist für meine Zeit auf YouTube keine geringe Zahl. Und ich bedanke mich dafür auf jeden Fall bei euch. Und wenn ihr schon dabei seid, gerade auf meine Abonnenten zu gucken, könnt ihr auch, wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne draufdrücken. Vielleicht haben wir ja bald die 200. Ich bin der Lazarus. Ciao.